So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Humankind hier auf eurem Labelings-Kanal. Hallo mein Cut. Prost. Ah. Ja, ich würde heute gerne einmal vorab kurz auf eure Kommentare eingehen, denn die vierte Folge, nee, die fünfte Folge, glaube ich, kam online. Kriegselefantenarmee ausheben. Das war quasi der Moment kurz bevor wir Shoyoko überrannt hatten. Und ich wollte hier einmal gern drauf eingehen, weil ihr super geile Kommentare geschrieben habt. Natürlich ganz viel Lob, freut mich sehr, auch viel Bestätigung, dass ich auch mal sowas Let's Play, was halt jetzt nicht Mainstream ist oder auch ein bisschen komplexer ist und schwieriger rüberzubringen ist und so weiter. Aber hier vor allem Yannick Bucco, der ist auf jeder meiner Fragen ausführlich eingegangen. Vielen Dank dafür. Ich meine, mittlerweile hat sich, ich würde mal sagen, 50% der Sachen geklärt im Laufe des Let's Plays, weil ich einfach mehr Learnings gezogen habe im Laufe der Spielzeit. Aber so einige Sachen waren echt sehr, sehr hilfreich, dass ich Dinge einfach nochmal genauer nachvollziehen und verstehen konnte. Hat mir übel viel gebracht. Vielen Dank dafür. Ja, und hier gab es noch von Mr. Racletto den Kommentar, das Kommentar, die Kommentar, dass er sich sehr freut, dass ich dieses Spiel halt bringe. Und es sehr cool ist, dass ich auch so mich da reinfuchse und das auch rüber transportiere an euch. Allerdings er manchmal den Eindruck hat, dass ich dann Texte vielleicht nicht genau genug durchlese. Und das hat er schon sehr gut erkannt. Also eure, ihr seid da sehr kompetent in eurer Wahrnehmung. Dass ich manchmal das nur überfliege, damit es nicht zu langatmig oder zu langweilig wird. Und er würde sich freuen, wenn ich mir die Sachen genauer durchlese. Ein Beispiel war jetzt der Text bezüglich Spezialbezirken. Dass wenn ich hier, ich habe mich da noch gewundert, warum ich die denn nicht ganz viel bauen konnte. So, und wenn ich jetzt mal über einen Spezialbezirk drüber hover. Wo habe ich noch eins? Achso, hier wird gerade eins gebaut, genau. Dann ist ja hier die Platzierungsbedingung. Und da steht, kann einmal pro Gebiet gebaut werden. Das Ding ist, ich habe das damals schon auch, glaube ich, wahrgenommen, aber nicht so richtig deuten können. Was genau ist ein Gebiet? Und ne, so, und das ist jetzt mittlerweile alles klar. Genau, so, wollte ich ein bisschen drauf eingegangen haben. Generell nochmal so aktueller Stand der Dinge. Also wir haben zwei sehr große Städte, Spandau und Starken. Und wir wollen gerne Starken an Spandau angliedern, damit Spandau einfach komplett broken ist. Weil bei Starken haben wir auch sehr viel Weltwunder gebaut und Steinkreise. Und die sorgen für ganz viel Boni und Stabilität. Das wollen wir halt an Spandau anknüpfen, weil Spandau gerade durch Machu Picchu als Weltwunder boostet halt alle anderen Städte sehr enorm. Ja, und dann haben wir noch Hagenfelde, Nesa, Babylon und Harappa. Harappa auch sehr strong mittlerweile. Da haben wir jetzt halt so unsere Bauprojekte. Viel Harappa, Starken als auch Spandau holen wir gerade so diese Infrastrukturen auf, die halt viel Wissenschaft bieten. Ja, und ansonsten rücken wir hier gerade vor und machen gerade den Azteken den Arschwund. Sind wir auch gerade im Krieg. Was aber gerade am interessantesten ist tatsächlich, ist, dass sich so die Situation mit den Japanern zuspitzt. Und die sind auch ganz gut. Da haben wir aber noch keinen Krieg, kann aber jederzeit knallen. Wir können generell nochmal uns den Handel angucken. Gut, aber ich habe gerade sehr wenig Gold. Und wir können Weltwunder bauen. Beziehungsweise beanspruchen. Aber ich spare gerade meinen ganzen Einfluss, wo ich ja gerade 1000 pro Runde bekomme, pro Zug. Mega nice. Okay, machen wir Endturn und spielen weiter. So, jetzt erstmal wieder reinfinden. Jetzt mittlerweile merkt man, dass die Züge manchmal echt ein bisschen brauchen. Also jetzt gerade aber sehr lang. Aha. Kurz vor der Niederlage. Die Kriegsunterstützung eurer Bevölkerung im Krieg gegen die Azteken beträgt 22%.
Was? Wie? Osmoseereignis? Gehen wir hin. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wann, wie und wodurch das kommt. Und generell, was ich auch noch gar nicht verstanden habe, ist das hier alles. Die Einflüsse. Einflussbereiche der einzelnen Nationen. Was ermöglicht es mir, wenn ich da 100% schaffe? Wie schaffe ich das? Und überhaupt? Check ich null. Also wirklich gar nicht. Vielleicht sollte ich da in Ruhe nochmal ein Anfänger-Tutorial spielen, nur für diesen einen Punkt, damit ich den wirklich mal nachvollziehen kann. So, warte mal, wo war das jetzt? Hier. Toll. So, dann. Handelsruhe zerstört, Gewalt hat euren Kauf von Edelstein der Teutonen ein Ende gesetzt. Eieiei. Okay. Anscheinend wird der Krieg geführt. Gegen wen haben die einen Krieg? Gegen gar keinen. Tja. Dann vielleicht sind das irgendwie neutrale Leute. So, und kurz vor der Niederlage. So, das gucken wir uns jetzt aber mal an. Wir sind kurz vor der Tatsache. Speak and make it quick. Ich hatte mich aber gefragt, was jetzt der Nachteil beim Überraschungskrieg ist, abseits des Verräterstatus. Hier steht's. Minus 2 Kriegsunterstützung jeden Zug durch ungerechtfertigte Kriegserklärung. Puh. Ja, dann müssen wir jetzt hier richtig Gas geben und weiter angreifen. So, die hängen ja sehr im Mittelalter noch fest. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt kurz einen Prozess. Genau, ihr setzt mal über. Oder wie. Ja, doch, ihr sollt auch hier hin. So, gehen wir auf. Hä, jetzt kannst du auf einmal da runter? Hä? Wieso konnte er auf einmal runter? Ich konnte ja gar nicht hoch. Okay. So, und dann würde ich sagen, wo greifen wir an? Ich brauche viel hohes Gebiet. Hier vielleicht. Das ist alles suboptimal. Ja, würde ich sagen. Ja. Zugriff. 6 Kriegselefanten. Alle Stufe 1 schon. Und er hat... Ja, er wird jetzt komplett weggeschrotet. Wieso habe ich jetzt hier nur 4? Ach so. Verstärkung. Ach so, die kann ich... Genau, die kann ich jetzt noch nicht entsenden. Autoentsendung. Ah, das hatte ich doch letzte Mal gecheckt. Ah ja. Okay, jetzt wieder das Ding. Die greifen zuerst an, weil sie sich entschieden haben, einen Ausfall zu machen. Richtig? Alter, wie viel Truppen hat die? Ach du Scheiße. Okay. Aber sie haben ja keine Nahkampfabzüge, richtig? Deswegen funktioniert es hier gerade ganz gut. So, wir müssen dringend unsere Verstärkung da rausholen. Das ist auf dem Feld. Das heißt, die müssen irgendwie woanders hin. Dann schießen die trotzdem aber erstmal hier. Let's go! Dann schicken wir sie dahin. So, jetzt kann ich hier neue rausholen. Sehr gut. Genau. Du machst den weg. So, und du gehst jetzt hier hoch. Du gehst hier hin. Und jetzt holen wir noch einen raus. Genau. So. Alter, aber... Ja, weg. So. Dann. Ach, guck mal. Der ist da unten. Ja, geil. Und ich würde sagen, weg mit euch. Alter, wir klären hier richtig die City. So, jetzt am besten die... Achso, kann wer noch schießen? Wo bist du denn? Ach, da. Okay, du kannst noch moven. Am besten auch irgendwie in erhöhte Lage. Ja, hier hin, so hin, genau. So. Dann du. Ja, am besten auch irgendwo hin, wo es... Oh, guck mal, hier hinter unseren Mauern. Alter, das ist ja geil, dass in einem Schlachtgebiet 2 feindliche Städte
stehen können. Okay, so, du... Ach, du kannst noch ballern, schön. Am besten die Fernkämpfer erstmal wegmachen. Hier. Oben ist übrigens jetzt immer aufgelistet, was so die Boni und Nachteile sind. Ist mir letztens privat dann in der Runde nochmal genauer aufgefallen. Das Kampfsystem war schon manchmal für mich ein bisschen frustrierend. So, du... Ja, ich würde sagen... Du gehst auf das Feld, das hier ist nicht erobern. So, fertig. So, der da hat gut kassiert. Müssen wir mal gucken. Die gehen aber jetzt eher auf ihn. Oh, die haben echt einen weggemacht. Scheiße. Eieiei. Die haben es erobert. Die haben übelsten Ausfall gemacht. Okay, wie machen wir das? Scheiße, ey. Also, ich muss auf jeden Fall da drauf. Kann ich nicht? Kann ich nicht. Eure Seite ist insgesamt schwächer. Ja, ist jetzt die Frage... Ja, wir hauen hier einmal gegen. Geil. Ja, dann will ich schon hier hoch gerne. Ich glaube, von hier oben ballern zu können, wäre schon heftig. Aber ich habe das Gefühl... Ich muss hier Druck machen. Guck mal, wie weit können die gehen? 6 Felder. Ach du Scheiße. Okay, dann sagen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dann stelle ich den einfach hier unten hin. Ich meine, dann kassiert er richtig hart von denen, potenziell. Wie viel Kampfkraft? Ach, das sind auch Armbrustschützen. Der ist gar nicht so bad, wie ich dachte. 31 Damage. Ja, ich glaube, dann packe ich den doch in erhöhtes Gebiet, weil ich glaube, die drei kommen hier vielleicht einigermaßen klar. Hä? Ach, jetzt geht's auf einmal doch nicht, oder? Hä? Ich glaube, er ist verbuggt. Das Spiel hat... Das war nicht in Sichtfeld. Ja. Eure Einheit kann sich in dieser Runde nicht bewegen. Okay. Gucken wir mal, wie es nächste Runde ist. Doch, das ist er. Scheiße. Oder? Achso. Oh, es wäre cool, könnte ich mit Doppelklick direkt zu dieser Unit springen. Jetzt muss ich gucken, welche das ist. Die hier. Okay. So. Du hast ja schon geschossen. Dann, genau, packen wir dich da rein. Du hast auch schon geschossen. So, ihn bringen wir am besten richtig krass in Sicherheit. Am besten hätte ich den hier gerne da gehabt. Na gut. Oh, dahin. Da ist eine Deckung. Ja, ich kann ja moven und dann schießen. So, jetzt würde ich nur gerne wissen, wann habe ich verloren? Da steht 1 von 5. Heißt das, in 4 Runden habe ich verloren, weil er das besetzt hat? Die strategisch wichtige Position. Gucken wir mal. So, der hat kassiert vom Range. Aha, da wird abgeballert. Sehr gut, weil ich habe jetzt hier Mauern. Sehr, sehr gut. Und er kassiert auch. Gut. Und er ist in Sicherheit. Das läuft gut. 1 von 5. Ne, Runde 3 von 3. Eure Flagge zurückerobern. Ihr habt eine Runde. Ja, habe ich überhaupt genug Bewegungstempo dafür? Wie weit kann der gehen? 6. Ja, RIP. Das war's. Vielleicht... Aber... 1, 2, 3, 4. Sollen jetzt wieder Höhenunterschiede, das Ding. Warum? Wegen den Kontrollzonen? Wegen der Kontrollzone von der Unit zum Beispiel? I don't know. Kann ich den hier one-shotten? Nee. Jetzt? Oh. So, jetzt werden ja... Oh, God bless. Scheiße. So. Ja, wie weit geht das Schlachtfeld, ist die Frage, ne? Hier ist auf jeden Fall...
Nee, es geht nicht. Scheiße. Ja, dann aber außer Range von denen. Das ist gut. Let's get up! So, die müssen eigentlich sterben, wenn sie versuchen, die anzugreifen wegen der Kontrollzone. Schauen wir mal. So, genau, du verteidigst dich. Du verteidigst dich. Und du... Du wirst nach hinten geparkt. So. Nächste Runde geht's weiter. Es ist actually sehr tough. Aber Verstärkung ist ja gleich da. Ja, nur dauert noch. So, ich könnte ihn jetzt auch upgraden für Musketier, weil ich habe ja jetzt auch Dings erforscht. Ich habe ja... Karabiner erforscht. Genau, dann kann ich jetzt Dragonier, ja. Okay, so, jetzt gucken wir erstmal. Handelsroute blockiert. Gewalt hat euren... Ja, die Japaner, ne? I will not ignore what you have done without a good reason. Für wen haltet ihr mich? Frechheit! Unerhörte. Glaubt man kaum. So, Osmose. Warte, wir machen das mal weg. Mal erstmal Osmose. Oder ist es noch von letzter Runde? Das nervt mich. Das nervt mich. Das ist alles von letzter Runde, oder? Ich habe mir gedacht, wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Weil ich spiele jetzt auch privat auf einem anderen Spielstand, wo ich aber in der Zeit noch nicht so weit bin, dass es hier immer noch so blindmäßig ist. Ich habe mir jetzt gedacht, Mann, das Game ist so nice, aber es hat so ein paar Kinderkrankheiten und ich werde anfangen, die aufzuschreiben und dann mache ich am Ende des Projekts eine Rezension auf... Gibt es eigentlich auf Epic Games inzwischen die Möglichkeit, eine Rezension zu schreiben? Aber dann zumindest auf Steam. So. Gerne die Möglichkeit, Benachrichtigungen abhaken. Dass die halt weg sind. Also, dass ich hier so Rechtsklick mache beispielsweise und dann ist es weg. Ich kann die einklappen. Wieso kommt es auf einmal? So, das war doch... Das ist doch nicht neu. Warum ploppt das auf, wenn es nicht neu ist? Check ich nicht. Ja. Also, das habe ich mir jetzt mal notiert. So. Oh, hoppala. So, was ist hier los? Harte Schule. Obwohl Kinder als Arbeiter nicht nur günstig sind, sondern auch beachtliche Produktivität bringen, sind ihre Leben dadurch doch arm, brutal und meist kurz. Bildung für sie zu garantieren, könnte ihre langfristigen Aussichten dramatisch verbessern. Jedoch würden die Fabriken nur ungern auf diese vielen Arbeitskräfte verzichten und sich potenziell finanziell ruinieren. Außerdem würden viele eine Schulpflicht als unnötige Einmischung betrachten. Ihr müsst nun eure Entscheidung treffen. Hoppala. Okay, zwingen. Das ist eine Verordnung, okay. Zwingt Entscheidung Kinderbildung für Verordnung Kinderrechte. 35 Wissenschaft minus 30 Geld. Aha. Ja, Industrie oder Forschen. So, oder... Kompromisse eingehen? Macht Bildung zur Pflicht? Den Schulbesuch aber optional. Diejenigen, die sich gegen Schulen aussprechen, sollen ihre Kinder selbst unterrichten dürfen. Okay, also da wird auch... Ne, warte nochmal. Kinderbildung, okay. Also, kriege ich... Heißt es, ich kriege die beiden Verordnungen hier for free auf Kinderbildung? Die Wirtschaft wiegt schwerer als das Wohlergehen der Kinder. Ignoriert dieses Streitthema und zerrt auch das letzte Gassenkind zur Arbeit in die Fabrik. Ach so, hier habe ich mehr Geld, aber keine Wissenschaft. Hier habe ich Wissenschaft, aber weniger Geld. Ja, dann würde ich das hier nehmen. Geht das in eine gute Richtung? Ja, unverändert. Machen wir. Habe ich die Verordnung jetzt? Ja. Ja, krass. Cool. So, wie sieht es in den Städten aus? Mein Einzug dauert jetzt einfach 80 Jahre. Ey, ich bin ja fast voll. Das ist ja absolut legendär. Ja, das ist an sich ganz cool. Theoretisch können wir gucken. Ja, nee.
Ist okay. Lass mal so. Gold brauche ich eigentlich eh nur zum Handeln. Wie sieht's hier in... Ja, genau. Hier wird ja alles abgearbeitet. Nö, ist ja alles Gucci. Okay. Wer moved jetzt hier noch? Ach, die Schiffe, genau. Wir waren ja hier gerade dabei, die hier auszukundschaften. Aha. Hier geht's ja noch ganz schön runter, wa? Okay, Runde beenden. Guck mal, jetzt fighten die schon, ohne dass ich eine Möglichkeit... Ja, weil die eh zuerst dran sind. Aber ich kann es halt nicht sehen. So. Eieiei. Oh, Alter. Die kassieren jetzt aber auch, ne? So. Machen wir die weg, oder? Ganz entspannt. Ich habe nur noch drei. Okay, die sind aber alle One-Shot. So, wie viele Runden habe ich? Drei Runden, okay. Dann entspanne ich mich in meiner Festung, wo die nicht an mich rankommen. Ja, er ist jetzt schon... Oh, nö. Jetzt stehen sie da wie die Dummen. Ah, nee, oh, scheiße! Oh, Gott! Und weg. Abtauchen. So. Was macht er jetzt? Kann er ihn abschießen? Okay. Ärgerlich. Warte mal, wie viele Runden? Eine Runde. Warte mal. Ja, okay. Hä? Er kann nicht weiter... Warum ist er auf Verteidigen? Hey, ich habe das nicht gedrückt. Und ich komme da nicht hin. Ja, geile Meile. Hä? Warum ist er auf Verteidigen? Ja, scheiße. Oh Gott, das wird tricky. Dann habe ich jetzt den Krieg, glaube ich, verloren. Ich wollte ihn... Ich wollte ihn hierhin erstmal parken und dann gucken, ob ich rausgehe, die abballern kann. Dann wäre die Kontrollzone von denen weg gewesen. Ich hätte mit dem anderen auf die Fahne latschen können. Oh Gott. Guck mal, ich hab die sogar noch. On the lookout. Talk, though I'd as soon see you bleed as speak. Ach du Scheiße, Mann. Aber ich hab doch eine Stadt besetzt. Eigentlich, wenn man eine Stadt besetzt hat, bringt das plus 4 jede Runde. Ne, minus 4 bei den anderen, ne? Genau. Minus 4 durch ein vom Gegner besetzte Stadt. Boah, Alter. Warum habe ich hier so krass Kriegsunterstützungsprobleme? Echt nur durch diese ungerechtfertigte Krieg... Oh Gott. Scheiße. Ja, das ist halt echt wichtig. Die Art und Weise, wie man Krieg erklärt. Das ist halt echt nicht zu unterschätzen. Was ist das denn hier, Alter? Ich gehe nochmal ein Feld rein. Hm. So. Also, wir haben jetzt hier zwei Teatro. Und dazwischen kommt jetzt einfach ein fettes Vergnügungsviertel, würde ich sagen. Oder... Nö, das sieht eigentlich ganz gut aus, alles. Ja gut, das ist so minimal. Genau, ansonsten hatten wir geplant, glaube ich, hier ganz viel Industrie zu machen. Und Bauernhöfe waren eher hier so, genau. So, aber ich glaube, die Stadt läuft ganz gut. Wir haben ganz gut Industrie. Sieht man ja, die bauen jetzt nicht alle so lang. Ich meine, wir können Kornspeicher machen, aber das ist zwei Nahrung auf Fluss. Ne, Fluss haben wir hier. Doch, da haben wir einige Felder. Oh, das wäre gar nicht so bad. Oder hier auch eine Industrie auf Schmiedeviertel wäre auch gut. Dann machen wir die beiden. So und so. Und dann machen wir den. So. Genau, weil es sind ja zwei Gebiete, das heißt, ich kann hier kein Theater mehr bauen. Schön. So, was haben wir noch? Ja, die Unit. Ey, wir müssen sowas von rein hier. Wo greife ich am besten an? Ey, die brauchen halt 80 Jahre, um da überzusetzen. So.
Okay, wir haben zwei Züge, bevor wir zwangskapitulieren und verlieren. Okay. Ach krass, kann ich. Kann ich da hin? Nee, okay. Gut, dann patrouillieren wir hier entspannt lang. Hier habe ich wieder eine Bevölkerungszunahme, cool. Mehr ist nicht passiert, wollt ihr mich verarschen? So, Babylon. Da hatten wir, genau, hier Nahrung gesagt. Und hier oben sind die Schmiedeviertel, ne? Ja. Okay. Ah, nee, da will ich schon einen pro Runde haben. Okay. Gut. Ich würde sagen, hier sind einige Slots frei. Wir wollen hier auf jeden Fall Nahrung ballern. Wobei, haben wir hier schon Theatro? Ja, hier unten. Eins. Okay, da können wir theoretisch auch noch zwei dran machen. Aber ich glaube, wie viel Stabilität haben wir? 100. Ja, dann machen wir lieber hier noch. Genau. So. Dann Hakenfelde. Das war ja hier eine Glanztat mit abwechselnd Theatros und Vergnügungsviertel. Könnten wir auch hier theoretisch weitermachen mit immer 7. Okay. Dann machen wir lieber einen da rein. Ich glaube, hier machen wir auch ein Getreidesilo. Ja, und dann die alle, denke ich. Und meanwhile gehen dann... Guck mal, ich kann ja jetzt auch Siedler bauen, die mir eine Stadt gründen und so. Aber... Also diese Units, die einem eine krasse Stadt gründen oder eine Kolonie, und man konnte ja auch darauf forschen, dass wenn man eine Stadt gründet, die irgendwie noch krasser direkt ist. Wo war das? Hier zum Beispiel sowas, Kolonieplan. Ja, dass eine Stadt, wenn man sie gründet, direkt mit 3 Bevölkerung startet und direkt mit 210 Industrie und so weiter. Aber daran merkt man, dass die Map eigentlich zu klein ist für die Anzahl der Spieler. Also ich glaube, ich habe ja die Map groß gewählt oder sogar normal. Und mit 7 Spieler, Spielerinnen ist das schon zu wenig. Also die Siedler sind, das wirkt wie ein Meme, dass ich den bauen kann. Also es, nicht mal im Entferntesten ist, macht das ja Sinn. So, jetzt haben wir hier ein paar Diplomatieereignisse. I have something here that should please us both. Ja, gerne, machen wir. Ich meine... Ich kann euch echt gar nicht ausstehen, ne? Aber für mein Reich muss ich es tun. Like moonlight on water. Ja, Edgar. Also, wir haben jetzt offene Grenzen. Genau. Vielleicht noch mal ein paar Sachen erhandeln. Was haben wir noch? Hä, es waren noch 2 Benachrichtigungen. Hier waren 2 Benachrichtigungen, jetzt sind die weg. Also das andere auch. Aber wir können generell mal abchecken. And you are here because... Edgar? Nein? Die Japaner? You have come to annoy me? Challenge accepted. Ist halt die Frage, ob wir das machen. Unterbrochen. Ach so, der ist eh ein Arschloch. Ja, gut. Hatten wir eine Allianz? Nee, brauchen wir nicht, ne? Wobei Grün ist relativ strong, glaube ich. Blau tatsächlich mehr Ruhm. Aber Grün hat mehr Gebiet, oder? Blau hat nur eine Stadt. Okay, so, wir müssen Krieg führen. Hilft nichts, ne? Ihr könnt nicht moven, weil ich schon gesagt habe, ihr sollt... Kann ich die da hinschicken? Da hat mich gerade gestört, wenn ich dahin hover, wird mir nicht gezeigt, wie viele Züge die brauchen. Erst wenn ich klicke und er losrennt. Schreiben wir auf. Einheiten. Movement. Schwierig. Erst bei... Junge, wie so ein TÜV-Prüfer oder so. Erst beim...
Befehl ausführen deutlich, wie viele Züge. Ich mach das dann nachher nochmal schön. Sie braucht. So. Ich mach das dann nachher nochmal in Schönschrift. So, genau. Ihr latscht ja jetzt auch rein, wie Hannibal über die, ne? Drei Züge. Hey, hier hab ich's jetzt. Aber weil er kein Movement mehr hat. Also. Das kontrollieren wir nächsten Zug nochmal. Okay, ich habe Krieg noch nicht verloren. It's all good, Alter. So, das müsste jetzt reichen, glaube ich. Zugriff. Geil. Und die sind dabei, sehr gut. Okay, und ich habe High Ground. ja, dass ich die Verstärkung erst während der Schlacht setzen kann. Warum ist das so? Notiere ich. Verstärkung während der Entsendungsphase nicht einsetzbar. Das ist natürlich auch einfach nicht schön. So. Weil was ist, wenn die beiden jetzt sterben? Instant. Habe ich dann verloren? Weil ich nicht meine 6 Truppen platzieren konnte. Und wenn ich hier Auto-Entsendung wähle, Reserveeinheiten werden automatisch entsendet, sobald ihr Verstärkungsfeld verfügbar ist. Wann ist ihr... Wir machen das mal. Das hab ich aber eben schon gemacht. Es hat, ah ne, da war eine Unit auf dem Platz. Okay. Stay together. Ah, jetzt ploppen immer automatisch raus. Das ist gut, das ist gut. Hallo? Easy win. So. Speak and make it quick. Wir halten uns bei null. Aber warte mal. Wir haben doch jetzt alle Städte erobert, oder? Hä, die hat kein Gebiet mehr. Warum habe ich nicht gewonnen? Weil sie noch Truppen hat. Richtig? Wichtig. Okay. Müssen wir in den nächsten Zug direkt rein. So, was haben wir hier Neues? Plus ein Einfluss auf Forschung. Hä, ich kann einfach ein Gebäude? Nee. Akademie der Künste. Diese angesehene Institution ziehen die hellsten Köpfe aus. Ja, ist ja schön. So, hier fehlt mir jetzt. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das eine Infrastruktur, die ich dann bauen kann? Ist das einfach ein passiver Effekt? Ist das ein... Keine Ahnung. Da steht Familie, Künste Level 1, Maximum, Effekte plus ein Einfluss auf Forschungsviertel. Aber muss ich das bauen oder nicht? Schreibe ich auf. Bei Verordnungen nicht deutlich, ob Effekt... Infrabezirk. Also, ich glaube, es erklärt sich vieles von selbst, aber erst, wenn man halt genug das Spiel gespielt hat. So, wenn man das erste Mal das Spiel spielt, beispielsweise nicht wie ich übel viel Civ gezockt hat, man ist doch komplett aufgeschmissen. Ja, ich spare weiter, dass ich die Städte zusammen ballern kann. So. Fehlt. Achso, ja, mein Boot. Das ist noch so ein Ding. Also, wenn ich hier draufklicke, dann springe ich nicht zu der Einheit, die sich noch bewegen kann. Nein, die bewegt sich einfach automatisch. Bei Civ ist es so, dass einem angezeigt wird, ob man noch eine Einheit hat, die noch Bewegungspunkte hat, und dann springt die Kamera dahin.
Das schreibe ich auf. Notizen. Es wäre so nice, wenn die das alles fixen. Ey, das Spiel wäre perfekt. End turn. Kamera bitte zu Einheiten. Wie ich am Anfang noch versucht habe, das richtig schön noch zu formulieren. So, wir fahren da hoch und boxen die. So, und end turn. Und dann gehe ich direkt hier zum Angriff über. Linienformation erforscht. Jetzt kann ich Alpini bauen. Das sind Bergsteiger. Eine Spezialeinheit von den Italienern. So. Jetzt gucken wir mal. Hier sind Klippen, ne? Ja. Ja, aber wir gehen mal. Wir gehen mal hinterher. Die rennen jetzt halt um ihr Leben, ne? Ich habe ja offene Grenzen, ne? Ja, der muss tatsächlich hier lang. Okay, dann halt ihr euch. Oh, die sind einfach Stufe 2. Wie viel Kampfkraft haben die dann? Das waren pro Stufe dann 43. Der 42. Okay, haben die ja mehr Leben? Plus 20 Leben, ja, krass. So, den können wir ja verbessern jetzt zu Alpini. 50 Damage. Aber sehr viel Gold. Aber das Ding ist, was mit dem? Hass erfüllt. Einstellung geändert. Dieses Reich sieht euch nur mit einer... Warum seht ihr mich Hass erfüllt? Lass mal bitte offene Grenzen machen. Ich meine, sogar Anführer und Reiche sind im Wandel, ne? Ach ja, bei denen hatte ich ja so übertrieben hart verkackt. Läuft aber in einer Runde ab. Okay. So. Wir können forschen. Was machen wir jetzt? Da können wir uns generell nochmal kurz reinlesen. Handelsgesellschaft. Genau, also generell auf Geld gehe ich halt gar nicht, ne? Ein Wissenschaft pro Bevölkerung. Das ist halt insane. Nicht pro Wissen, pro Forscher, sondern pro Bevölkerung. Ich habe aber 2200 pro Zug. Aber das wäre nochmal, wie viel Bevölkerung habe ich? Gibt es da so eine Gesamtansicht? Hatte ich die mal gesehen? Ja, hier sind alle einzeln aufgelistet, aber so grob überschlagen, 70, 100, also 141, 171, 206, 219 Wissenschaft obendrauf. Das ist schon lit. Dit ist lit und, wo war das? Hier. Ja, ist lit. So, aber es gibt ja auch noch Kaserndienst. Plus 2 Geld auf Außenposten. Ja, gut, ich habe ja keine. So, das ist irgendeine Belagerungsscheiße. Mörser. Das Ding ist, immer wenn ich eine Stadt angegriffen habe, kam es nie zur Belagerung. Und das war für mich auch nicht klar ersichtlich. Also ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, hey, was ist denn hier eigentlich hier mit so einer Bliede oder so? Das Ding ist, die KI macht immer einen Ausfall. Und deswegen ist sie auch zuerst immer dran bei einer Belagerungsschlacht, obwohl ich ja der Angreifer bin, weil sie einen Ausfall macht. Also normalerweise könnte man auch in den Belagerungszustand gehen in dem Spiel, nur irgendwie die KI macht es nie. So, was können wir noch? Ein Industrie pro Arbeiter plus 2 Arbeitsplatz. Ja, ist nett. Aber ich muss eh noch die, so, Wissenschaft auf Forschungsviertel, Wissenschaft auf Forschungsviertel. Achso, auch angrenzen. Arbeitercharter verbietet es, Bevölkerung zu opfern, um Bauwerke sofort abzuschließen. Oh. Was bringt mir das? Verringert die Einflusskosten von Verordnungen. Oh. Ja, aber ja, okay. Militärschule, Einheiten Industriekosten verringert und Haubitze. Schwere Waffe. Fernkampfeinheit kann sich in einem Zug nur bewegen oder angreifen. Ja, genau. Zerschmettern kann ja, das ist einfach Belagerungsding. Nee, aber ist auch eine Einheit, ne? Nee, das ist... Nein, das ist keine Belagerungsding. Oder? Weil wenn ich jetzt hier auf Bliede gehe, das ist eine Belagerungswaffe. Der Mörser und hier die Haubitze, aber schon nicht mehr. Das sind einfach nur schwere Waffen.
Die können moven oder schießen. Okay, was haben wir hier? Naturschutzgebiet, 2 Einfluss auf Bezirk. Geil, auf alle? Krass, ich habe ja ultra viele Bezirke. Musterungszentrum, 1 Erfahrungsstufe für Milizeinheiten. Okay, bei Abwehr. Zollbehörde, erzeugtes Geld durch laufender Handel. Wehrpflichtige, ja okay, da habe ich bessere Defense-Truppen. So, was haben wir hier oben? Dampfmaschine. -20% auf Schmiedeviertel Industriekosten. Dann eine bessere, okay. Kohle abbauen. Und Bahnhof. Industrie pro Schmiedeviertel angrenzend. Erstellt zu angrenzenden Bahnhöfen führende Schienen. Mit Schienen kann man sofort von einem Bahnhof zu einem anderen reisen. Innerhalb von einem, kostet 1 Bewegungspunkt. Oh, das heißt, ich kann alle, also ich kann hier unten einen Bahnhof bauen und hier oben, und dann kann ich hier Truppen produzieren und hier unten reinschicken mit 1 Bewegung und direkt auf See, um hier rüber beispielsweise. Das schon, das ist krass. Okay, so, dann haben wir hier Forschungsviertel sind billiger, 10% mehr Nahrung, 5 mehr Wissenschaft. Propeller, Walfang. Ah, hier brauche ich aber dann auch Dings, Kohle. Dass das das Symbol für Kohle sein soll. So, aber dann haben wir hier Dampffregatten. Heilige Scheiße. Geschützstand, keine Spezialregeln. Und Panzerschiff. Maschallah. Immun gegen Unterdrückung. Wesentlich höhere Kampfkraft in Küstengewässern. Alter. Alter. Junge. Was kommt hier so? Oh, ich hab Bock, Alter. Industrielle Siloanlage. Plus 1 Verschmutzung auf Bauernviertel. Kohlegeneratoren. Nahrung pro Kohle. Geld pro Kohle. Lol, also wenn ich viel Kohle habe, kriege ich hier nochmal alle möglichen Kohlekraftwerke. 10 Industrie pro Kohle. Okay, also um Kohle dreht sich später vieles. Ja, dann... Boah. Torpedoboot, Alter. Also, das war krass. Das machen wir erstmal. Und dann das nächste... Ja, theoretisch. Aber ich glaube lieber das hier nochmal. Oder, na, Haubitze. Eine Haubitze würde ich auch gern mal haben. Und Militärschule. Aber ich brauche Kohle. Ich brauche Kohle. Tatsächlich. Kohle ist ja super wesentlich. Okay, so. Jetzt bauen wir weiter. Das ist wunderbar. Solange das plus 1 ist, brauche ich hier, glaube ich, keinen Bauernhof bauen. Ach, guck mal. Schön, ja. Ja, genau. Das wird quasi geupgradet. Und danach können wir... Ist es Wolf? Ja, ich glaube, dann mache ich lieber ein Schmiedeviertel. Hier hin. So. Spandau. Ach, lol, ihr seid schon mit allem durch, was ich hier befohlen habe? Krass. Ja. Boah, die sind aber teuer, ey. Brauche ich 1622 Industrie brauche ich. Holy shit. Und kosten 3 Bevölkerung. Aber ich kann den hier noch ballern. Hier drüben. 31. Ja, war hier irgendwas anderes? Ja, gerne. Gerne. Ruin beseitigen? Wie? Ruinen beseitigen und die Nutzung umliegender Felder neu starten. Wo habe ich denn Ruin? Was sind Ruinen? Hä? Ah, ich habe ja hier geplündert. St-
Stimmt, ich habe ja hier alles weggeplündert. Ui. Jetzt, wenn ich ranzoome, sehe ich das erst. Hoppala. Ja, dann, ja doch, das ist schon gut. So. Hier. Genau, hatte ich hier oben Schmiedeviertel. Ja, wäre eigentlich lit, oder? Was können wir hier noch machen? Sowas wäre auch krass. Genau, ein auf Fluss. Ah ja, und eigentlich können wir die hier jetzt nachholen. Aber vorher mache ich ein Schmiedeviertel nochmal. Hier. Cool. So. Jetzt. Mein Schiff kann noch fahren. So. Krise. Ja, gehen wir mit denen jetzt auch direkt in den Krieg? Warte mal. Läuft den Einzug ab, sehr gut. Also, wir können jetzt hier bei den Japanern ein bisschen Druck machen. Weil die haben auch einfach die Abkommen gedingst, ne? Die Japaner haben euren Vorschlag eines Abkommens abgelehnt. Machen wir mal ab nächstem Zug. Ich will mal wissen, wie das dann mit Grün ist. So, was haben wir jetzt hier noch? Ja, ihr wartet. Okay, jetzt machen wir hier direkt Zugriff, bevor der moven kann. Geht das? First come, first serve. Sehr gut. Das hat uns schon mal... Talk, though I'd as soon see you bleed as speak. Sehr gut. Nicht möglich, der flüchtet halt wirklich jetzt... Warte mal, der geht jetzt hier rein, bei Grün, wo ich nicht rein darf. Die haben wahrscheinlich unterzeichnet, offene Grenzen. Und jetzt werde ich dadurch verlieren, weil ich jede Runde minus 4 habe. Aber warte mal, er hat minus 11. Ja, geil. Ich kann durch das eben, weil er geflohen ist, noch eine Runde überleben. Alter, es ist so eng. Okay. Dann heilt ihr, genau. Cool. Ja, soll ich den mal upgraden? Ich upgrade den mal, komm. Geil. Ehre. So. Ja, schön. Dann würde ich sagen, hat sich der Fall hier erledigt für nächsten Zug. So, ihr überspringt. Und ich beende den Zug. Geil. Sieg ist zum Greifen nah. Geil, kommen wir nochmal rüber. Dann kriegen die nochmal. Dann wird nochmal EP gefarmt. Nee? Ja? Nee? Nee, okay. Ja, dann, wie viel haben wir denn? Gesamt 73. Und 10 war. Okay. Gut, das war mein Kriegsgrund quasi, ne? Okay, also, ihr gebt mir die Sachen, die ich erobert habe. Oh. Geht nicht. Nur eins? Was? Ich kann mir hier nichts nehmen, weil ich nicht genug Kriegsunterstützung habe. Kriegswert. Wie erhöhe ich den, wenn ich Krieg habe? Der Kriegswert legt fest, welche Entschädigung der Sieger am Ende eines Konflikts erhalten darf. Dieser Wert ergibt sich aus der Kriegsunterstützung des Siegers zu Beginn und Ende eines Krieges. Ah. Das wird addiert. So, ich habe gerade 3 und ich habe Krieg erklärt, als ich 70 hatte. Nee, als ich 60 hatte. Und ich krieg nochmal, weil ich 63 und ich krieg 10 dazu, weil ich, glaube ich, hier den Groll hatte, dass sie konvertieren sollen. Das heißt, ich verliere jetzt wieder die eroberten Gebiete oder was passiert jetzt? Ich kann nichts wählen. Nur, dass sie konvertieren. Und ich krieg dann Gold. Krass. Ihr seid schwer in Ordnung.
Heftig. Krass. Das ist ja ultra kacke. Das heißt, jetzt macht es auch Sinn, dass man Krieg erklärt, wenn man richtig schön viel Kriegsunterstützung hat. Hm. Ja, gut. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Ich meine, sogar Anführer und Reiche sind im Wandel, ne? Ich habe hier einen Vorschlag. Direkt mal Groll, Abfahrt. So. Okay, guck mal, der baut hier, was baut denn der? Koggel? 34 ist ja nichts, Junge. Die Karacke fährt da drüber wie nichts. Aber ich bräuchte vielleicht mal ein Kriegsschiff. Ich glaube, das wäre geil. Naja. Ah, wenn die keine Route haben, dann fliegt man hin. Okay, wir sitzen aber aus. So. Was sind denn jetzt unsere nächsten Moves? You have my attention. Okay. Im Krieg mit meinem... Wir sind doch gar nicht mehr im Krieg. Okay, aber die anderen sind alle abgelaufen. Das ist gut. Ja, dann ist es so nun mal. Verzichten wir mal. Reden wir nicht weiter drüber. Oh, die haben ein Gold. Das erwerbe ich. I needn't listen to this tribe. Abkommen. Ja. Gut. Also ich hätte gern braun gefinisht, weil dann bin ich hier richtig da. Sesshaft. Ne? Und dann könnte ich Krieg gegen Lila machen. I do not live for revenge, but I could die for it. Hier hätten wir, also hier könnte ich jetzt auch richtig pushen, Kriegsunterstützung. Ja, wir fordern mal. Your transgressions anger me. You must pay for my goodwill. Das ist eine Farce! Was? Ich soll... Ursprüngliche Reparationszahlung ist nicht mehr möglich. Ihr müsst dem Reich der Japaner 2500 unterdrücken. Nein, Junge. Nein, nein, nein. Forderung zurückweisen. Trotz eurer guten Absichten würde es meinen ruhmvollen Namen schädigen, so wenig anzunehmen. Haben zurückgezogen. You caught me at a bad moment. I withdraw my demands. Was für ein Militärabz... Na, schau mal an. Klüger, als ihr ausseht. Was wollte ich mit denen aushandeln? Irgendein Militärabkommen? Nicht Angriffspakt? Ja, auf den verzichte ich. Ja, dann ist es so nun mal. Reden wir nicht weiter drüber. Ja, so. Ein guter Herrscher weiß, wann er zu viel verlangt, ne? Ja, dann weiß ich mal wieder. We thank you. We almost feel kinship with you. So, jetzt wollen wir aber handeln. So, und jetzt mache ich Druck. Willkommen. Ich habe da eine Idee. Wir machen halbe-halbe, okay? This does very little to placate me. So, try jetzt. Harder. Ja, verstanden. Jetzt geht's hoch. Geil. So, üben wir Druck aus. So, das würde ich gern alles hier wegklicken. So, und hier... Also theoretisch, ich find's nice, wie viel wir handeln. Bin ich early? Nee, ich zahle hier gar... Ich zahle gar nicht. Allianz vorschlagen? Ich meine, sogar Anführer und Abgelehnt. Reiche sind im Wandel, ne? Ich habe hier einen Vorschlag. Dann machen wir Druck. Tun wir nicht so, als hättet ihr eine Wahl. Und Handelsrouten blockiert. Nee, von Blau. Not on my watch. So, und jetzt wollen my die... My friend, I oblige you to alter your policies, lest you see bloodshed. Das ist... Keine Dummheit! Ein Afro! Aber das habe ich doch gar nicht. Ich hab das doch gar nicht. Ich hab das nicht. Das haben die Azteken. Das ist irgendwie voll outdated. So, Forderung zurückweisen. Ach, also auf dieses schwache Angebot, da gehe ich nicht ein. I can be reasonable. Consider my demands withdrawn. So, hat sie zurückgezogen. Okay. Gut, dann beenden wir jetzt Runde.
Geil. Baumeisterstern. So. Genau, ab ins Wasser mit euch oder wohin auch immer. Ich glaube, das geht schneller. Ja. Hä? Bewegt euch. Bewegt euch. Hä? That can't be done. Ach so. So, ich muss außerhalb des Gebietes klicken. Auch nicht optimal. So, was ist jetzt hier los? What is it? What do you want from me? Ich kann Kriegs... Hier ging doch irgendwas hoch, dass ich... Neuer Groll verfügbar. Ihr könnt um eine Kriegsentschädigung bitten. Bei wem? Aha. Greetings, Sovereign. Fordern. Mein Volk kennt den wahren Glauben. Euers nicht. Weil die einen anderen Glauben haben. Gut. So, dann habe ich hier 14 Handelsrouten blockiert. I have something here that should please us both. Hä? Gesamtpreis 0? Was? Ah, die haben Karte teilen. Ja, gerne. Übrigens. Geil, können wir uns mal gleich erst angucken. Da gucken wir gleich rein. So. Jetzt habe ich ganz viel entdeckt. Coole Sachen, ja. Dadurch kriege ich Wissenschaft. So, dann Osmose-Ereignis. Siehst du, man hat auch so Gefahr hier, was zu verpassen. Handelsroute zerstört. Epochenstern. Handelsgesellschaft fertig. Gut, so. Jetzt. Hoppala. Jetzt gucken wir uns mal hier alles an. Also, generell. Ja, grün ist halt... Oh, das geht aber hier noch weiter grün, ne? Können wir links rüber? Ach, hier hatte Braun noch eine Stadt. Krass. Also, wir brauchen auf jeden Fall bei Blau offene Grenzen, weil sowohl gegen Lila als auch gegen Braun wäre das sehr vom Vorteil. Hier oben ist auch Braun, da kann ich aber hinfahren. Okay, da fahren wir jetzt schon mal hin. Das bereiten wir vor, oder? Nee, eigentlich, ihr seid meine Defense, falls Lila aufmuckt. Guck mal, der produziert und produziert Schiffe. Also eigentlich bräuchte ich noch einen dritten Squad, der hier oben angreift. Während einer hier unten alles abräumt. Ja. Okay, so oder so. Ja, die Städte sind... Knossos ist relativ, also 27, okay. Ja, also schön bei Blau einschleimen. Freundlich. Ja, das hat sich doch erledigt. Ich bin da doch nicht mehr. Und ich kann auch nicht mal das Gold zahlen. Ich habe gar nicht die Option. Obwohl ich das Gold habe. So, Allianz. Willkommen. Ich habe da eine Idee. Wir machen halbe-halbe, okay? Tempting. But I'm not quite convinced. Any sweeteners? Die wollen 2100 Gold. Wenn es für euch in Ordnung ist. 2100 Gold? Ist es das wert? Ich meine, ich krieg mehr Einfluss, kann ich mehr kriegen, Wissenschaft und so weiter. Aber das Ding ist, was ich ja eigentlich nur will, sind offene Grenzen, damit ich da durchlatschen kann und Braun wegbuttern kann. Deshalb reicht mir das, glaube ich. Das ist übrigens nur ein Außenposten. Krass. Weil es gestrichelt ist. Gut, also, was geht hier? Das ist wieder outdated. Oh, wir probieren auch mal. Nee, okay. Geht nicht. So, blau. Ach so, ja. Ja, dann lehne ich ab. Trotz eurer guten Absichten würde es mein Ruhm. So. Okay. Städtebau. So. Babylon. Hat hier nur einen kleinen Fluss, dann macht das keinen Sinn. Wir können das hier machen. Ich habe ja einige Schmiedeviertel. Ja. Die machen wir jetzt alle. Zack. Und dann... Dann würde ich hier nochmal ein Bauernviertel bauen.
Stabilität sieht gut aus. Oh, hier geht Nahrung ohne. Und so. Zwei Züge, das ist in Ordnung. Aber dann, ich brauche hier unbedingt jetzt Bauernviertel. Ordentlich. Hier wollte ich, ne? Genau. Eins. Zwei. Machen wir drei. Stabilität ist ja ausreichend. So, und jetzt die Schiffe. Ja, ihr bleibt hier. Wir stationieren euch mal. Was? Harappa ist runtergegangen, Bevölkerung? Scheiße. Eieiei. Ja, Gold dann. Und Wissenschaft. Nee, ist schon voll. Ach du Scheiße. Warte mal, wir brechen das ab. Wir brauchen hier Nahrung. Okay, ich habe hier noch mehr entdeckt. Ich kann um Kriegsentschädigung gleich bitten. Wir brauchen hier Nahrung. Oh, das ist auch gut. Ja, dann machen wir hier Bauernviertel. Die haben wir wo? Wo haben wir hier Bauernviertel gemacht? Hatten wir doch auch einen Plan, ne? Okay, ich habe hier ein paar gemacht. Hier sieht es halt gut aus an sich. Ja. Hier könnte ich alles vollpflanzen, aber hier wäre auch gut. Guck mal, hier sind so viele... Ja, aber hier unten würde ich jetzt erstmal 9 Initiativ bekommen. Dann geht 4 Industrie flöten. Aber dann würde ich die hier machen. Ja, das mache ich. So. Ah ja, ihr moved. Jetzt stehen die im Weg. Kann ich hier einfach rein? Ach nee, das ist ja gar nicht meine Stadt mehr. Ja, jetzt stehen die im Weg. Und jetzt? Sterben meine Viecher oder was? Kriegen die nicht immer Schaden, wenn die im gegnerischen Gebiet sind? Okay, wir gucken jetzt mal, wie das mit dem Groll hier aussieht. You bring your stink here? Open the windows. Was ist mit dem? Ihr seid besorgt um die Bevölkerung von Krass, die unter der ungerechten Herrschaft der Japaner. Da hinten? Was jucken mich denn die Leute hier? Ich meine, wir könnten jetzt auch einfach einen kurzen Abstecher hier reinmachen. Aber eigentlich würde ich gern braun finishen. Wir lassen das mal warm. Würde echt gern braun finishen. If only I commanded an empire as grand as yours. Tja, hier passiert aber nichts. Okay. Blau. Hat nicht geklappt. Schade. Aber wir verzichten. Grün. Nee, verzichte ich nicht auch. Nicht passiert. Diesmal. Thank you for your most gracious support. Okay, und die beiden, wo kamen die? Die ziehe ich jetzt auch zurück. Ja, du, für mich passt das jetzt auch besser. Also, ich ziehe die Forderung so, und zurück. Und vielleicht wird dann unser Verhältnis auch besser. So, und er, da können wir schon aggro sein. Gut. Okay. Hier könnte ich jetzt auch Krieg erklären. Aber ich bin noch nicht in Position. Bin ich early. Ja, gut. Und ich meine, gerade boosten wir eh noch die Städte. Genau, hier werden gerade Ruinen beseitigt. Okay. Ja, ihr weiß nicht, was wir mit euch machen. Er muss hier weg. Aha. Aha. So. Die können ja gar nicht weit laufen. Okay, wir haben 10 Millionen Grolle. Was ist denn jetzt passiert? Oder ist es auch nicht vom letzten Zug?
You are as welcome as the plague. Was? Woher kommt das, dass ich sage, die unterdrücken ihr alle? Also, niemand von uns juckt das. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich glaube, weil ich so viel Einfluss überall habe. Schwamm drüber. So. You have come to annoy me? Challenge accepted. Hier steht noch alles. A pleasure to see you again. Verzichten. Geht wieder eurer Dinge nach. Unimaginable. No. Speak. Ich muss sagen, manchmal habe ich einfach das Gefühl, passen einfach nicht. Also es passt nicht, was sie sagen, teils. Okay. Das heißt Gucci. So. Harappa. Ja. Machen wir weiter. Stabilität sieht ja assrein aus. Dann Starken. In 7. Okay, hier geht nahrungstechnisch einiges runter gerade. Ein Wissenschaft pro Bevölkerung, das wäre natürlich heftig. Aber wir können auch hier unten natürlich unser Einflussnetz weiter boosten. Ich glaube, das machen wir, oder? Weil dann, also wenn ich die zusammenlegen kann, Spanner und Starken, ist halt Endlevel. Ja, oder wir machen jetzt hier oben weiter, weil wir auch so viel Stabilität hier haben. Ja, ich glaube, wir machen hier oben weiter. Mit Bauernhöfen. Bauernviertel. Weil hier plus 1 in 7 Zügen ist sehr wenig. Das pushen wir. Gut, next round. Bevölkerung zugenommen in Nesa, sehr gut. Osmose-Ereignis once again in Babylon. Machen wir. Schön. Was haben wir noch? Noch eins? Alter. Ja, irgendwie in den beiden Städten habe ich immer Osmose-Ereignisse. So, neuer Groll. Was ist mit dir eigentlich? Mein Gott. Die rastet aus, ne? Wo bin ich hier gelandet? Was juckt mich das dahin? So. Raus. Mit den Viechers. Und. Was ist jetzt bei Braun? I guess it's probably better. Die sind auf eine Forderung eingegangen. Eine weise Entscheidung. Wie unerwartet. Ah, okay. Krass. Ja, dann wird das. Also, ich glaube, der Krieg wird eher jetzt was mit denen hier. Fahren wir mal nach Japan, ne? So. Bauen halt ätzend lang. Ich glaube, dafür sind Transporter eigentlich ganz gut. Ein Klassenzimmer für alle. Ich lese das jetzt mal nicht durch. Weil ich glaube, Lore, wir haben es verstanden, toll. Aber hier unten ist ja, sind ja die Effekte das Wesentliche. Also, Glaube auf Bezirk. 20 Wissenschaft ist ultra wenig. 10 Geld ist ultra wenig. Habe ich denn hier eigentlich schon die höchste Stufe inne? Ja, ich glaube schon. Ja, höchste Stufe. Ich sitze hier ein bisschen davor, da seht ihr das. Okay. Ja, das heißt, dann brauche ich ja Religion gar nicht mehr pushen, oder? Dann würde ich sagen, machen wir doch Wissenschaft. Okay. Aber hier können wir ein bisschen... Ja doch, nee, machen wir. Braucht keine Stabilität. Wir können da voll auf Wissenschaft gehen bei der Verordnung. So, Ästhet, Mensch. Genau. Das habe ich auch noch gar nicht gereilt. Aber das liegt auch daran, dass es effektetechnisch genau diese Scheiße hier betrifft mit den... Guck mal, was ist hier los? Konvertiert zu Italiener. Dieses Gebiet liegt momentan im Einflussbereich der Japaner. Dieses Reich beeinflusst das Gebiet zu 27%. Die Italiener haben den größten Einfluss auf dieses Gebiet erlangt. Die Integration der Bevölkerung ist in 10 Runden abgeschlossen. So, das heißt, dieses Gebiet kommt nicht unter meine Kontrolle, aber das werden Italiener. Ja. Also es wird halt null erklärt, was das dann macht. Weil dieses Gebiet hier, nördlicher, das... Ah nee, das ist die See. Hä? Warum ist das jetzt hier so mega schwarz? Naja. Oder hier auch. Also... So, okay. Ich kann jetzt Ästhet machen.
Kulturelle Hegemonie. Noch nie gehört. Holt eines der Gebiete eures Reichs sofort in euren Einflussbereich zurück. Und erhaltet Einfluss für jedes angrenzende Gebiet, das sich schon in eurem Bereich befindet. Sollte euer Einfluss nicht der stärkste in dem Gebiet sein, besteht ein hohes Risiko, dass das Gebiet nach dem Einsatz der Aktion beginnt, wieder zurückzukonvertieren. Okay, also ein Gebiet, welches ich auch nicht möglich, da euch diese Stadt oder dieser Außenposten nicht gehört. Das heißt, das kann ich nur auf meine machen. Guck mal, hier habe ich doch 96, aber ist in meinem Einfluss. Also ich habe so krass Einfluss, dass hier alles auch... Guck mal, hier habe ich überall... Warum? Warum ist das alles in meinem Einfluss? Der ganze scheiß Kontinent, der dritte. Wie? Also, ist das wegen meiner krassen Einflussproduktion? Okay, Ästhet kann ich gar nicht verwenden, weil so wie ich das verstanden habe, mache ich das auf die Gebiete, die ich besitze, sollten die einen anderen Einfluss haben. Beispielsweise wäre das jetzt unter dem Einfluss der Japaner, aber ich besitze ja das Gebiet. Ich glaube auch, die Begrifflichkeiten sind so verwirrend gewählt. So, kann ich jetzt stark eingemeinen. Geil, das ist billiger geworden. Abfahrt. Oder was ist hier? Ja, machen wir. Oh, Alter. Alter. Okay, Spandau ist jetzt Big City. Okay, hier geht jetzt Nahrung runter. Alter, und wie? Und wie? Aber ich baue schon Bauernviertel. Warte mal, wo baue ich die gerade? Hier, ne? Ja. Okay. Ich überlege, ob ich jetzt, da ich das zusammengelegt habe, irgendwo ein noch besseres Gebiet habe, aber das sieht gut aus. Ja, heftig. Ja, I guess. Aber wenn ich eh einen verliere, dann kann ich ja alles in Industrie ballern. Ja, machen wir so. So, jetzt habe ich... Ich könnte natürlich auch Truppen produzieren. Dampfmaschine erforscht. Ui, jetzt geht's ab. Jetzt können wir Kohle abbauen und die Bahnhöfe. Das ist nice. Okay, aber kurz nochmal hierzu. Das Problem... Ich meine, ich bin bei minus 800. Das kriege ich ja. Wie soll ich das denn ausgleichen? Wie kann das denn sein, wenn ich zwei Städte habe, die für sich funktionieren, nahrungstechnisch, in Bezug auf Nahrung, meine ich, dann lege ich die zusammen und es funktioniert überhaupt nicht. Heftige Scheiße. Ich muss irgendwie auf Nahrung, glaube ich, forschen. Sowas hier. 10% mehr Nahrung. Haben wir hier hin noch irgendwas? Guck mal, das ist 0. Könnte man mal machen, aber... Ja, eigentlich gut, ne? Eine Armee mehr, also eine Einheitenplatz. Wald. Nee. Nee. Ja, am ehesten das hier. Düngeproduktion. Dann forschen wir dahin. Dann wäre das generell mal nice. Aber vielleicht mache ich danach erstmal die beiden, damit ich einen Heeresplatz, einen Einheitenplatz in meinem Heer mehr habe. Okay. Sure. Kann ich die zusammenlegen? Nee, das kostet auch. Aber Babylon und Nesa wäre doch nice zusammenzulegen. 14.000 und andersrum 12.000. Ja, da hätte ich vielleicht auch gerne Effektvorschau gehabt, wenn ich das jetzt mache. Was genau das für Auswirkungen hat im Detail. Damit ich mich zum Beispiel auf sowas vorbereiten kann. Ich schreibe das auf.
wie heißt es nochmal? Eingemeinden. Auflistung der Auswirkungen bei Städteeingemeinden. So. Ja, also wie hole ich diesen Defizit raus? So. Das ist schon heftig. Vielleicht sollte ich erstmal mittels Truppen das abproduzieren. Aber wir gucken mal, wie das jetzt mit dem Bauernfeld ist. So. Genau. Ihr eiert hier hin. So, dann heilt ihr euch nochmal am Ende. Die haben richtig Damage jetzt in dem Gebiet bekommen. So. 6. Okay, der bereitet, glaube ich, irgendwas hier vor. Aber ich glaube, ich bin immer noch stronger. Eieiei. Okay, wie ist es mit Weltwunder? Wann kann ich die beanspruchen? Wie viel brauche ich? Nächste Runde. 5250, okay. So, dann, ich habe sehr viel Gold. Kann ich irgendwo noch was erhandeln? Ruhe bitte. Perlen. What is it? Don't get comfortable. Ach nee, der ist ja richtig sauer, genau. What could you possibly want? Edelsteine. Ja, 5%, ja, Gold und Farbstoff? Industrie. Pro Farbstoff. Das nehmen wir. Geil, kostet gar nichts. Das kostet schon was. Bei Blau, der ist ja gebumst für sein Leben. Guck mal, was der für ein Gebiet hat. Und dann hat der nur 3 Luxusgüter. Das ist ja lächerlich. Gut, Endturn. So. Sehr gut, das machen wir direkt. Ja, das machen wir direkt. Was will ich mir gönnen? Big Ben. Ja. Wissenschaft wird geboostet. Weg. Eiffelturm. Industrie pro Bevölkerung auf alle Städte. Das ist ganz gut. Freiheitsstatue. 10 Geld pro Anzahl an Gebieten in eurem Einflussbereich. Das müssten ja dann auch die hier sein, oder? Puh. Das ist einiges an Geld. Das ist einiges. Und 10 Wissenschaft auch. Aber mit Big Ben pushe ich natürlich auch nochmal richtig hart die Wissenschaft. Touch Mahal, guck mal, ich kann ja auch... Kann ja auch mal die Alten hier angucken, ne. Ja, das ist ja ultra viel Geld. Oder? Und auch Wissenschaft. Abfahrt. So. Spann noch mal eine Perle. Was geht bei dir? Eieiei. Nee. Wir machen Folgendes. Wir brechen das hier ab. Wir machen jetzt... Wir machen jetzt ein paar Kriegsschiffe. 1, 2. Dann bin ich bei 7. Habe ich noch einen Truppentransporter? Nee, ne? Ja, okay. Und dann geht's weiter. Oh, 25? Maschallah. So. Dann Nesa. Könnte ich einen Bahnhof bauen. Wo baue ich denn den drauf? Einfach auf ein Industriefeld. Und das gibt aber auch Boni, wenn Schmiedeviertel drumherum sind. Okay, das heißt, ich könnte hier eins bauen und drumherum Schmiedeviertel. Das wäre doch lit. Das wäre lit. Wobei, ich brauche hier keinen... Wofür brauche ich den? Wofür brauche ich hier einen Bahnhof? Wir können das hier noch machen. Genau, aber... Wo habe ich die? Ja, doch hier, ne? Teatro, genau. Und das zweite war hier. Ja, dann.
Aber ich habe schon sehr, also ich kriege schon sehr, sehr viel Einfluss pro Runde. Vielleicht nochmal Industrie pushen. Hier oben. Eins. Zwei. Dann hier unten. So. So. Ja, ne? Oder? Oh, oder das hier alles. Ja, okay, warte, dann... Ich push mal Industrie, soweit es geht. Also, hier... Was heißt, soweit es geht, ne? Aber... Ja? Bevölkerung geht ab, ja. Okay. So, ihr seid stationiert. Und ihr fahrt. Und dann ist Endturn. Ja, bei Spannung geht's weiter runter. Hannes wurde zerstört. Neuer Groll. Ah ja, wir haben ein paar neue Grolle. Do not drive me to violence. Ja, dann machen wir weiter. Gib mir dieses Land, oder ich nehme es mir. So ist es. Eure Entscheidung, Abschaum. So ist es. Tell him. And you are here because... Oh, die sind jetzt auch... Ja, die sind ja frühe Neuzeit, ne? Okay. Ja, ihr seid halt immer noch aggressiv. Hier steht doch nicht, wann das abläuft, so eine Sachen wie, wir haben Forderungen an sie gestellt. Wann läuft das ab in Bezug auf Vertrauen? Schreibe ich auf. Diplomatische Einstellung. Wann laufen die ab? Oder laufen die überhaupt ab? Also sind die forever jetzt pissed? Forever, ever, ever and ever? Wenn ich die mal angekackt habe? Das glaube ich nicht. So. Achso, wir können noch mal weiter gucken. Blau, irgendwas Neues. Greetings. Moin. What do I owe this pleasure? Wollen wir noch mal probieren? Hat geklappt. Hat's geklappt? Hä? Ich habe doch gerade Allianz vorschlagen geklickt. Warum passiert nichts? Na gut, dann nicht. So. Warum lande ich mal hier? Okay, machen wir mal weiter. Ihr habt euch ein bisschen geheilt. Cool. Genau, wir wollen hier angreifen. ASAP. So, am Ende heilt ihr euch nochmal. Ah ne, ihr seid jetzt voll geheilt. Gut, dann ihr wollt da auch hin. Und heilen. So. Oh, hier habe ich jetzt zwei neue flotte Kriegsschiffe. Die steuern da mal. Alter, ich kann ja richtig weit fahren. Holy shit. Ja, 6 Felder. So. Dann, city-technisch. Ja, hier machen wir einfach weiter Bauernhöfe, bis das hier voll ist alles. Oh, wobei. Genau, wir können die Kohle abbauen. Geil, das war das Fragezeichen. So, und dann brauche ich hier einen Bauernhof. Bahnhof. Wir können hier weiter die Scheiße machen. Ich habe halt so viel Stabilität durch die Theatros. Das ist insane. Okay, Runde beenden. Achso, wie läuft es in Spandau nochmal? Ja, es geht runter, ne? Aber ist halt immer noch viel. Ist halt immer noch viel. Dann, jetzt Haubitzen-Spam, ne? Das wäre schön. Wisst ihr was? Ich habe ja ganz schön Überschuss. So. So. Probieren wir mal so. Oder Dragoniere. Finde ich ja schade, dass ich meine Elefanten nicht zu Dragonieren upgraden kann. Wobei, die sind auch nur 4 stärker, ne? Ja, dann lieber die hier. Und die können bergsteigen. Aber sie haben einen Movement weniger, aber deutlich mehr Kampfkraft. Mashallah. Hier, Parade. Erfahrung beim Erstellen einer Einheit. Kann ich doch auch übel reinspammen, oder? Geil, alles in einem Zug. Perfekt. Ja, es gilt ja darum, immer diesen Überschuss perfekt auszubalancieren. So, sowas hier wäre auch gut. Ja, machen wir Endturn. Ach, scheiße. Okay, sind hier oben. So, Jungs. Wir gehen hier runter. Haben wir... Jo, die können echt die Klippen runter. Das ist ja übel geil.
Oh, jetzt haben wir aber schöne Truppen hier mit den Gewehren. So. Minus 200... Ja, ich spam dann die... Könnt hier anmachen und hier ein. Könnt auch schnell Freiheitsstatue bauen. Aber eigentlich will ich hier jetzt entspannter erstmal die Nahrung in den Griff kriegen. Bin ich early. So, hier 14 zum Beispiel. Hier wäre... Ah ja, das müssen wir machen. So, und dann nochmal hier. Zack. So. 7 geht ja jetzt. Oh, ich habe noch einen Spot. Ja, dann. Ja, gut. Aber er produziert auch fleißig. Gut. Hier. 4 Züge, meine Fresse, ey. All still. Gut. Eventuell. How do you do? Könnte ich hier offene Grenzen erzwingen? Ich meine, sogar. Junge, die wollen Gold dafür. Wandel, ne? Ist ja einfach nur frech. Ich hab hier einen Vorschlag. Fordern. So. Was ist jetzt hier los? Ja, das hatte ich doch schon erledigt. Okay. Geil. Jetzt habe ich hier Düngerproduktion. 10% mehr Nahrung. Hat sich jetzt nicht so krass ausgewirkt, muss ich sagen. Ach so, das ist eine Infrastruktur. Es ist halt irgendwie nirgendwo vom Typ her aufgelistet. Ich meine, wir haben Familie, Effekte, Kosten, Bauzeit, Ressourcenbedingungen, aber nicht Typ. Ne? Also ich meine, hier ist es unter Infrastrukturen gelistet, klar. Aber jetzt beim Forschen war das, glaube ich, nirgendwo aufgezeigt. Nee. Das stört mich halt übel, muss ich sagen. Und auch vom Symbol her, viereckig, so, das hier daneben, Symposium, das ist ja wohl kein... Also 5 Wissenschaft ist, glaube ich, nicht... Das ist ja keine Infrastruktur. Na gut, was forschen wir denn jetzt? Die dicken Schiffe, oder? Das wäre, glaube ich, gut. Weil ich merke gerade, ich brauche übel hart Nahrung. Holy shit. Ja. So, Babylon. Ja, was machen wir mit dir, Babylon? Stabilität ist astrein. Ja, an sich wahrscheinlich Schmiedebezirke. Ich meine, ich könnte ja auch ganz viel Häfen machen. Aber... Hier könnte ich Sachen machen. Ja, wir statten hier mal alles mit Schmiedebezirken aus. Dann gucken wir mal. So, Nesa. Ja, machen wir das. Wie viel Stabilität ich einfach habe. Das ist halt geisteskrank. Ja. So, hier bewegt sich jetzt nochmal alles. Gut. Wissenschaftssterne, wir können in die nächste Zeit. Wir können in die nächste Zeit. Können wir schon übersetzen hier? Ja. Geil. Das wird heftig. Alter, der hört nicht auf, die zu produzieren. Ja, ja, später. Alles gut. Ja, theoretisch ja hier hin. Ja, hier und dann einmal rüber. Wir bereiten die Invasion vor, D-Day.
Okay. Jetzt nochmal eine generelle Sache. So. Ruhm ist ja das, was man sammelt, um zu gewinnen. So. Und das bedeutet, gibt es irgendwann ein Ziel, beispielsweise 10.000, dann hat man gewonnen. Das will ich tatsächlich gerade nicht sehen. So. Weil, was ist das Endziel in Bezug auf Ruhm? Weil dann eigentlich, ich meine, ich bin jetzt übertrieben durchgerusht alle Zeitalter. Aber theoretisch hätte man ja immer oft noch einfach bleiben können und hier alles andere abfarmen können, weil die sind ja dann, ach guck mal, hier sieht man nochmal die Effekte, cool. Die sind ja dann quasi abgelaufen. So, ich kann ja hier, das geht ja nicht weiter. Ne? Militärsterne außer frühen Neuzeit zum Beispiel. Deswegen, ich weiß halt nicht, Wettstreittaten, ja gut, das ist generell. Schließt Atomwaffentest ab. Ich will schon gerne in die Gegenwart. Tja. Ist die Frage, Leute. Aber ich würde sagen, wir machen das. Wir gehen in die nächste Zeit, weil... Habe ich denn in jeder Stadt die Theatros gebaut? Ich glaube, weil das wäre ja wichtig. Bevor man in die... Das habe ich nämlich, glaube ich, ein paar Mal im Laufe des Let's Plays verkackt, dass ich noch hätte Spezialbezirke bauen können, aber ich dann schon in die nächste Zeit gegangen bin. Harappa? Ja, hab überall gebaut. Gut, ich könnte natürlich eine neue Stadt erobern und da dann... Aber das ist ja Quatsch. Gut, dann, was nehmen wir denn? Oh, Sowjets! Okay, wir machen aber erst... So, Australier. Baumeister. 20% Industrie auf alle Städte. Tagebauanlage, ist der Spezialbezirk. Übel viel Verschmutzung. 50 Industrie pro Strategieressource, Ressourcenlage angrenzend. Ach du Scheiße. Und ein Geländetransportfahrzeug. Junge. Gepanzertes Fahrzeug. Ignoriert alle Bewegungsabzüge. Und hat 64 Kampfkraft. 8 Movement. What? Brasilianer? Ja, ja, die gehen auf Agrar. So. 3 Nahrung auf Feld, das Nahrung produziert. Das ist einfach auch gigakrass viel. Landwirtschaftslabor. 1 Nahrung pro Bevölkerung. Ja, okay, mittlerweile, ja. 3 Nahrung pro Bauernviertel, angrenzend. Und zählt als Bauernviertel. Das heißt, kann ich immer schön in die Mitte pflanzen. Dschungelbriganten. Alter. Meisterlauerer. Erhöht Lauererboni auf Waldfeldern. Ja genau, wenn Truppen in Waldfeldern sind, werden die nicht gesehen vom Gegner, es sei denn, der Move direkt angrenzend. Und dann haben die irgendwie mehr Kampfkraft oder so. Das Schöne hier ist, also erstmal würde man denken, okay, jetzt im Vergleich zum Jeep, der ist ja, also der kann ja viel weiter fahren, kann 6 Felder weit ballern, 8 Felder weit fahren, 64 Kampfkraft. Er hier ist dagegen halt scheiße, aber er hat halt keine Kosten bei strategischen Ressourcen. Das Auto hier, das braucht 3, was ist das, Öl, Benzin und 2 Eisen. So, Chinesen. Händler? Ich hätte gedacht, dass die voll auf Industrie gehen. Hä, Händler? 10 Geld auf alle Städte. 10%. So, dann Versammlung. 7 Geld pro Anzahl an angegliederten Gebieten. Einfluss pro Marktviertel. Außenposten. Ja, wir haben ja gar keine Außenposten. Wächter. Diese mobilen Raketenstartrampen können Ziele in mehreren 100 Kilometer Entfernung angreifen. Schwere Waffe. Ja, kann entweder moven oder schießen. Mehrfachbombardierung. Kann 2-mal pro Runde bombardieren. Entfernt den Zustand eingegraben. Oh mein Gott. Braucht der Atom? Dings? Und irgendwie, was ist das andere? Technik? What the fuck, Alter?
8 Felder, 2x60 Kamera. Schon wieder Ägypter? Hä? Das ist ja lame. 4 Einfluss auf symbolischer Bezirk. Ausgrabungsstätte. Einfluss pro Bezirk angrenzen. Einfluss auf symbolische. Freie Offiziere. Antikolonialismus. Verbündete Einheiten erhalten einen Kampfkraftbonus beim Angreifen stärkerer Einheiten. Ja, die sind ja total wack. Inder. Friedenstruppen. Alter, NATO oder was hier? Friedenswahrer. Bonus Kampfkraft für jeden dem Besitzer erklärten Krieg. Das heißt, wenn 3 Leute mir einen Krieg erklären, haben die... Da hätte ich gern auch mehr Details. Generell so mehr Einheitendetails. Auch so zum Beispiel, welcher Typ von Truppe das ist. Also, ist eine Fernkampfeinheit. Das steht jetzt hier im Fließtext. Aber manchmal, zum Beispiel so bei Hunnen oder Mongolen, weiß man einfach nicht, sind das Fernkampfeinheiten oder Kavallerieeinheiten, weil es da nicht steht. Wirtschaftlicher Elefant. Einfluss auf Gebiet. Geld pro Anzahl an Gebieten in eurem Einflussbereich. 2 Glaube pro Bevölkerung. Das ist alles nicht sexy. Japaner. Huch. -20% auf Kosten aller Technologien beim Forschen. Robotiklabor. 5 Industrie, 5 Verschmutzung, 5 Wissenschaft pro angrenzenden Bezirk. 5 Wissenschaft und pro Bezirk angrenzend 3 Industrie, 3 Wissenschaft. 2 Industrie auf Schmiedeviertel, 2 Wissenschaft auf Forschungsviertel. Allgemein oder wie? Auf Stadt- oder Außenposten, 1 Arbeiterplatz. Oh, das ist krass. Reisen? Ich glaube, das ist falsch übersetzt. Als eins der leistungsfähigsten Trägerflugzeuge genießen die Reisen einen Ruf als Luftkämpfer ohne Gleichen. Reisen, Digga? 18 Felder weit fliegen? Patrouillenflugzeugeinheit, die für Aufklärung und zum Abwehren feindlicher Flugzeuge leicht, wird vernichtet, wenn sie durch einen einzigen Angriff mehr als die Hälfte ihrer Gesundheit verliert. Schweden. Wissenschaft pro angrenzende Bezirk, pro Bezirk auf alle Städte. 3 Wissenschaft und Forschungsviertel, Forschungsinstitut, Wissenschaft pro Bezirk, Wissenschaft pro Forschung, Tarnkappenkorvette. Diese Schiffe besitzen ein gepanzertes Schiff und Tarnung, kann nur von benachbarten Einheiten gesehen werden. Türken. Agrar, Nahrung pro Bevölkerung auf alle Städte. Wissenschaft pro Bevölkerung, öffentliche Schule. Tarnkappenflugkörper. 30 Felder. Ach nee. Nicht Bewegung. Das ist Reichweite. Aber es hat null Bewegung. Rakete wird verbraucht, um eine einzelne Angriffsaktion gegen ein entferntes Ziel durchzuführen. Lufttarnung kann... What the fuck? US-Amerikaner. Die sind Expansionist. 10 Einfluss auf gehandelte Ressourcen, ein erzeugtes Gold durch laufende Handel auf Steuern. Verteidigungsbehörde. 2 Kampfkraft im Kampf für an den Bezirk angrenzende. Ja, gut. Lightning. Dieser ultimative Ausdruck von Militärtechnologie sucht am Himmel seinesgleichen. Aber das hat auch wieder null Bewegung. Das heißt, sie sind stationiert. Mehrzweckflugzeug. Vielseitig einsetzbare Flugzeugeinheit, die sowohl Patrouillen als auch Luftschläge effektiv durchführen kann. Aber wie funktioniert das? Die haben 20 Reichweite, aber 0 Bewegung. Das heißt, die müssen stationiert sein. Aber wie kann ich deren Position von Station auf eine andere legen oder so? Sowjets. Expansionist. -20% auf Einheiten Industriekosten. 3 Kampfkraft. Waffenfabrik. +5 Industrie, Geld, Verschmutzung, zählt als Marktviertel und Schmiedeviertel, erstellt ein neues Waffenlager, das automatisch abgebaut wird. Erstellt ein neues Waffenlager, das automatisch abgebaut wird. Hä?
Hey, ich erstelle ein Waffenlager und das wird automatisch abgebaut? Hä? Ein Kampfkraft pro Waffen auf Einheit. Rote Armeepanzer. Reparatur vor Ort. Stellt in einer Schlacht Gesundheit wieder her. Sowas ist meistens überbroken. Junge, was nehme ich? Wir überziehen auch schon geisteskrank. Also die Panzer hier sehen überjuicy aus. Und die brauchen auch nur 2 Benzin oder Öl oder whatever. Das heißt, die Anforderungen sind nicht so krass. 60 Kampfkraft, aber durch die Waffenfabrik ach so, er stellt ein neues Waffenlager, das automatisch abgebaut wird. Ich glaube, es gibt jetzt eine strategische Ressource, Waffe. Hier ist so ein Pistolensymbol. Ja, keine Ahnung. Tja. Alter, Leute, ich... Kann ich mal generell gucken, was da so auf mich wartet? Auf mich wartet ein mittlerer Kampfpanzer. Der ist ja sogar besser als der russische, aber der hält sich nicht. Und ist auch nur ein Kampfkraft besser. Panzerabwehrgeschütz. Strategischer Bomber. Alter. Schützengruppe. Landungsboot. Bunker. Schlachtschiff. Flugzeugträger. Das ist interessant. Flugabwehrgeschütz, Luftüberwachung, Bankenviertel, Kampfhubschrauber, Atom-U-Boot, Atomkraftwerk, Junge, Raketenkreuzer, Marschflugkörper, okay, Kampfpanzer, der ist ja noch krasser als der sowjetische, aber... Ja, 9 Kampfkraft mehr ist halt schon echt krass, aber er heilt sich halt nicht. Oh Mann. Massentierhaltung. Ui, ui, ui. Trigger-Thema bei mir. Mehr. So. 63, 20, kein zusätzlichen Effekt. Weil die fand ich auch spannend, die US-Amerikaner. Okay, der hat 3 Kampfkraft mehr und Lufttarnung zusätzlich. Ich glaube, das kann militärisch super broken werden, wenn wir da so ein... Also ich stelle mir jetzt einfach mal vor, wir haben einen Flugzeugträger. Wo? Hier. Kann Flugzeuge transportieren. Ja. Davon haben wir, keine Ahnung, übel viele, fahren immer vor die Küste und schicken unsere US-amerikanischen Kampfjets los, die alles wegbomben. Kommandosoldaten. Ja gut, das ist halt... Alter, Mashallah. Das wird halt so heftig. Dieses Game ist so geisteskrank. Ja, das wäre schon, aber es ist halt sehr weit weg in der Forschung. Ich meine, wir können das auch mit denen machen. Nur die sind da nicht getarnt. Aber ich glaube, Tarnung ist ja nur relevant, wenn die Gegner Flugabwehr haben. Aber die sind ja noch in der frühen Neuzeit. Deswegen wäre es vielleicht wirklich besser, die Sowjets zu nehmen. Und schon früher mit... Welche Forschung brauchen die denn? Gleiskette. Da oben. 5, 6... 18 Züge entfernt. So, und Mehrzweckflugzeug ist halt 9. 16. 23. 29. Okay, er ist halt ewig weit. Ne, wait a minute. Ja, doch, ist ewig weit weg. Also engere Auswahl Sowjets, aber allein das, also 20% weniger Industriekosten. US-Amerikaner wegen Kampfjet,
Hätte ich Bock. Die fand ich jetzt nicht so. Wobei, ich glaube, die Türken sind sehr speziell mit dem... Das fand ich, nee. Inder nur, wenn man unter Druck ist, würde ich sagen. Ägypter waren komplett lame. Chinesen waren auch richtig juicy. Ja, die haben halt einfach, ja. Und das war auch krass. Ich nehme Sowjets. Wie würde ich ihn aussehen? Das ist ja schlicht. Wie würde ich als US-Amerikaner aussehen? Ist ja genauso, nur anderer Anzug. Und als Chinese? Ich habe einfach überall einfach nur einen Anzug an. Ja, aber macht ja auch Sinn. Gut, wir nehmen Sowjets. Bis nächste Folge.